Heute mal ohne Stimme, weil meine Mutter guckt nämlich gleich zu und so, die meint das nicht im Internet zu sein, so. Manchmal heute ohne Stimme. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. これ生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。なんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。君たちを救おう。私だけが君たちを救う。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。集え。良き終わりはそこにある。
敵だ。あとあっか、何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。体はもう折れるもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな、どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ、悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。神経を充填させて解き放つ。そのまま攻め続けるか。相手の攻撃は守りを固めればとどまる。あるじゃねえか。守りを片付けようぜ。いや、お前かっこだな。何なんだこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。Zurück zum Thema. Was bist du überhaupt? Du zuerst.
Dann erzähle ich es dir. Mann, die Stadt sieht übel aus. Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Das ist nicht mehr Shibuya. Grafik sieht richtig schön aus, ey, von dem Spiel. Was zur Hölle ist das? Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Hau drauf! Sieht so aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. Hier kommen wir nicht weiter. Es muss einen anderen Weg geben. Gucken wir uns mal hier um. Hier ist nichts mehr. Gehen wir mal weiter. Was machen die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen, wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Lass niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar.
Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. Also, eine Fähigkeit. Pass auf, an solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht. Kommen wir doch her, oder ne? Ja, ja, ich komme her. Ich will mal hier hoch. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern raus. Nicht schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt.
ist da drin? Was zu essen? Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisiertem Äther auf. Warum geht er nicht kaputt? Jetzt gehen.
Hier ist irgendwo noch einer. Ja. Ich habe ein mieses Gefühl. Was ist das? Ist hier was drin? Mädchen, geh mal, was ist los? Und mir machst du kümmer. Was hat denn? Immer wachsam bleiben. Nichts mehr. Wir weiter. Ich geh mal lieber wieder in die Hocke. Wer ist da?
Ja, der ist Kiss. Los. Pass auf, hier ist es gefährlich. Mari! Beruhige dich. Hier ist nicht so, wie es scheint. Macht. Die andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Ein Mensch. Da ist noch jemand. Du! Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist dein. Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Hier auch schon. Ah!
Richtung. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mari. Ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's. KK. Bitte hilf. Mari. Komm, ich will, was du mit der Schwester dann machst. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Mari. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst? Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin.
keine Menschenseele. Sind die alle einfach verschwunden? Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht, ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los. Unser erster Halt ist Yugen-Saka. Welcher Nebel? Nebel entzieht dir Leben und kann dich umbringen, du. Du tust gut daran, dich nicht allzu lang daran aufzuhalten. Der Nebel schon wieder. Halt dich bloß fern. Der ist gefährlich. Was ist das? Finden wir es raus. Wen haben wir denn da? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. Ah!
Was? Versuch zu blocken, wenn du nicht ausweichen kannst. War's das? Dann fehlt nur noch das Tor. Gut, wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Also kam der Nebel aus diesem Tori? Sieht so aus. Katashiro. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man es reinigen kann. Das war's. Gehen wir weiter. Was das wohl ist? Warum bellt er? Da drüben. Halten wir sie auf. Noch ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Dalan, geh zurück. Wir müssen die Geister retten. Warum bellt er?
Da drüben. Halten wir sie auf. Noch ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Sie in Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir wohl mal eines dieser Katashiro raus. Sie wurden eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Was zum... Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seele retten. Jetzt tritt zur Seite. Du bist kein Retter. Zur Seite treten? Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Dort
Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka. Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt?
ist das? Ist jetzt nicht wichtig. Geh weiter. Ein Minima. Vielleicht findest du dort ja was Nützliches.
Ist das eine Katze? Genau genommen ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Wofür wir das? Wer hat schon ständig Gurken dabei? Oh, hier gibt's Engine. Die sind lecker. Hier gibt's die ungewöhnlichsten Sachen. Was das jetzt? Komm, wir gehen. Wir müssen in den zweiten Stock. Was ist das denn?
Hey, gar nicht schlecht. Wohnst du hier? Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Was ist da drin? Siehst du dann. Rein mit dir. Wo sind wir hier? Wow, ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht albern, das ist... Ein Versteck. Das sind meine alten Aufzeichnungen. Verlier sie nicht. Könnten nützlich sein. Aber echt. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Alles auf dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürften bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Das kann doch nicht sein! Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Aber wo nur? Dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so eigen. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Aber probier's erstmal. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst.
Was zur Hölle ist das? Was ist das? Gefällt er dir? Bedien dich. Wo hast du den her? In meinem alten Job hatte ich gewisse Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden. Aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Wer sind die? Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf Waren. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Alles klar. Jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen. Das ganze Gebäude zerstören. Finde eine Möglichkeit, die Barriere niederzureißen. Los! Ein Barrierenstein. Zerschlag ihn! Es muss noch mehr geben. Such weiter! Irgendwo auf dieser Etage muss noch so ein Stein sein. Los. Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. Weit weg. Schieße mit einem... Wir müssen noch mehr Steine finden. Such weiter. Wir halten nicht mehr lange durch. Bewegung! Er muss hier sein. Finde ihn. Das ist der Kerl. Zerstör ihn! Geschafft. Darauf hätte ich verzichten können. Sieh raus. Wer auch immer uns reingelegt hat, ist noch hier.
Puh, die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss noch in der Nähe sein. Sieh unten nach. Gehen wir mal runter. Ich unten bin er jetzt. Ist da jemand? Nein, aber... Du siehst sie auch, oder? Okay, hör mir zu und tu, was ich dir sage. Wow. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Kommen wir dem mal hinterher. Ist das? Verdammnis. Nutze meine Kraft und untersuche sie wie vorhin. Ich sehe was. Das ist der Kern der Verderbnis. Zerstör ihn! Als hätte die Verderbnis sie gefangen hat. In der Stadt muss es. Einige dieser Geister geben. Weiter geht's. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja, wenn das so ist, sollten wir einen kleinen Umweg nehmen. Nicht weit von hier gibt es einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt. Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Eigentum ist immer Diebstahl, Kleiner. Ich muss meine Telefonzelle durch die Geister mitbringen können. Warte. Ich spüre irgendwas in der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie. Raus jetzt! Ich gehe mal zu Telefon zu einem Mann, die Geister weggehen.
Die Geistübertragung wurde erfolgreich abgeschlossen. Es wird etwas dauern, aber Sie sollten in Ihre Körper zurückkehren können. Gute Arbeit, weiter so. War das eine Aufzeichnung? Ja, Ed kann nicht gut mit Leuten. Eine Fähigkeit. Ja, das hier. Nutze es weise, Kleiner. Da oben ist ein Turi. Wir müssen es reinigen. Ein Tengel. Vielleicht können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen. Krass. Hat besser geklappt, als ich dachte. Die Yokai sind echt nützlich.
Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja, ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen. Wir werden sie retten. Je mehr Tore du reinigst, desto mehr können wir erkunden. Nebenbei retten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Win-win. Oh, du hast mich erschreckt. Hey, fallen ist gar nicht witzig, selbst im Tod. Entschuldigung. Ich weiß. Den schweren Treffern in Acht. Come on.
Sind Sie an diesen Ort gebunden? Ja, ich kann meine kleine Dashiki Barashi doch nicht zurücklassen. Geister wie Sie bringen den Menschen, die sie finden, viel Glück und Reichtum. Mein Vermieter drängt mich schon ewig, sie ihm zu geben. Er hat sie entführt, ganz sicher. Könntet ihr sie bitte suchen und zurückbringen? Na gut. Auch wenn ich nicht an Glücksbringer glaube. Hey, jetzt sei nicht so. Bitte, nimm diese hier mit. Reiskräcker? Shiyosume. Sashiki Barashi lieben Sie. Leg die Shiyosume in die blaue Schale in der Nische. Und sie wird früher oder später auftauchen. Sashiki Warashi? Verschlossen. Wir brauchen den Schlüssel. Ich bin raus. Wo könnte sie sein? Sie muss hier irgendwo im Haus sein. Such weiter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was hinterlässt so einen Abdruck? Weine nicht. Bald siehst du die alte Dame wieder. Sie aus Geldgier entführt. Die arme Sashiki Warashi. Hoffentlich geht es ihr gut. Sie hört gar nicht auf zu weinen. Wenn ich den Kerl erwische.
Es sollte irgendwo ein buddhistischer Altar sein. Benutz meine Kraft. Unfassbar, dass er den ganzen Altar versteckt hat. Schau, da ist die Nische. Ja, ich sehe sie. In der unteren rechten Ecke des Grundrisses. Da muss dieser Shikiwarashi sein. Halt die Augen offen. Weg da, ihr Diebe! Sie gehört mir! Hört ihr? Mir allein! Ausgerechnet er bezeichnet uns als Diebe. Gib sie einfach zurück. Endlich habe ich dieser Shikiwarashi! Sie gehört mir! Ah! Mir allein! Selbst dem Tod noch ein gieriges Arschloch. Die Geste, exorziere ihn! Ich kenne viele gierige Leute, aber der toppt alles. Okay. Jetzt die Shio Sanbei. Jetzt bist du frei. Danke. Also, ich fühle absolut keinen Unterschied. Hey, was ist jetzt mit Glück und Reichtum? Zum Weinen bringt, bindet er für Unglück. Und dann erwartet euch das gleiche Schicksal, wie es diesen dastigen Vermieter geschädigt. Wie auch immer. Jetzt ist sie ja da. Ja, dank euch. Vielen Dank euch, mein. Ich bereue nun nichts mehr.
Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. In der Nähe dieses Gebäudes sind viele Äther-Kristalle. Was ist das? Du glaubst, wie sich die Lage verschlimmert hat. Wenn Wasser zum Stillstand kommt, stauen sich darin starke Emotionen an. Das muss der Grund für die ganzen unheimlichen Geschehnisse sein. Diese aufgestauten Emotionen werden bald verderben und Besucher anziehen. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Wir sollten nach Orten mit besonders viel Wasser suchen. Gut mitgedacht. Muss hier irgendwo sein. Thank you.
Man klettert nicht alle Tage auf ein Autodach. Hey, wenn das der Besitzer sehen würde.
höre Mari. Sie braucht Hilfe. Hey, hol mir meine Schachtel. Als kuschelig würde ich es nicht bezeichnen. Hier gibt es sogar Pfeile. Die machen es einem aber auch wirklich einfach. Irgendwie kaufe ich ständig solche Sachen. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach, du Ärmster. Ein Badehaus. Da gibt's definitiv Wasser. Sehen wir es uns an. Da bekomme ich richtig Lust auf den Milchkaffee, den es hier immer gibt. Hier wirst du keinen kriegen. Sowas habe ich noch nie von innen gesehen. Da sind wir schon zwei. Ziemlich übel. Die Verderbnis ist so stark, dass sie den Raum krümmt. Was ist das? Kommt das auch von der Verderbnis? Thank you.
mich? Wir haben hier nicht keine Zeit, Kleiner. Let's go, dude.
sind wir hier wohl durch. Gut. Das wäre geschafft. Das sollte die Verderbnis im Zaum halten. Ich frage mich, ob es wieder aufmacht, sobald sich alles beruhigt hat. Keine Ahnung. Ein Fluss hört nie auf zu fließen. Aber das Wasser ist nie dasselbe. Leben bedeutet Veränderung. Nichts bleibt gleich. Noch mehr von ihnen sein.
Prinzess Ed. Ihr fühlt euch von den ganzen Besuchern in die Enge getrieben? Gute Neuigkeiten. Bald kommen noch mehr von ihnen. Ihr gewöhnt euch also besser dran. Besucher sind eine Ansammlung von Negativität. Negative Emotionen erschaffen so eine Art Verderbnis. Gebt etwas Äther hinzu und schon habt ihr einen Besucher. Ihre Formen stammen aus dem kollektiven Unterbewusstsein. Männer in Anzügen, Schulkinder, das sieht man heutzutage häufig. Früher sahen sie wahrscheinlich wie Samurai, Ninja oder sogar Geisha aus. Die Bezeichnung Besucher hat auch eine ziemlich wörtliche Bedeutung. Sie kommen aus einer anderen Existenzebene und besuchen unsere, wie der Name schon sagt. Ich frage mich, ob ihre Ebene angenehmer war als die, aus der Dale und ich kamen. Hey, gar nicht schlecht. Was das jetzt? Komm, wir gehen.
sind Besucher ganz in der Nähe. Ernsthaft? Hier sind die auch? War zu erwarten. Die zeigt dir, wo Besucher lauern. Woher der Nebel? Hinter uns her. Ich weiß. Thank you.
Moment mal, Freundchen. Umsonst machen wir gar nichts. Willst du etwa eine Katze abzocken?
wohl kämpfen müssen. Ich spüre eine starke Macht. Hier ist etwas in der Nähe. Durchsuche jeden Winkel des Schreins mit Hilfe der Geistersicht. Sie hilft dir auch, zurückgelassene Geister zu finden. Warte. Ich spüre irgendwas in der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie. Sie sollten jetzt sicher sein. Bloß nicht alles aus. Ja. Praktisch. Der Umweg hat sich gelohnt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Infos. Gibt es einen Ort, von dem aus wir ganz Shibuya sehen können? Was ist mit der Kagerie-Aussichtsplattform? Stimmt, gut. Idee.
Du hast dich als Wachhund bezeichnet. Warst du Polizist? Ja, war ich. Warum? Problem damit? Nein, ich finde bloß, dafür bist du ganz schön groß. Das ist eine Berufskrankheit. Ein Tanuki. Will es uns etwas mitteilen? Thank you.